Die Trojaner dachten, das Schwert wäre ein Geschenk und öffneten die Stadttore. Aber es kamen keine Krieger aus dem Pferd. Agamemnon und Odysseus hatten andere Pläne. Vorsichtig schlichen sie sich an den Wachen vorbei bis zum König. Hilfe, Eindringlinge! Feinde! Willkommen in friedlicher Absicht, beruhige dich. Was wollt ihr? Beide Seiten haben 1000 Krieger verloren, das sind genug Tote. Ich verspreche dir, wir werden die Stadt nicht mehr angreifen. Was wollt ihr dafür? Wir wollen nur, dass es Frieden gibt und keine Grenzen mehr. Soll ich etwa meine Stadtmauer zerstören? Wir öffnen alle unsere Grenzen. Du hast mein Wort als Heerführer. Einverstanden. Gebt euch die Hände und schwört Frieden. Wir schwören! Frieden! Treue Griechen, liebes trojanisches Volk, wir haben Frieden beschlossen. Alle Grenzen werden zerstört. Schon Krieg. Hilf uns, Aphrodite. Helena ist an Krieg schuld. Der Krieg soll aufhören. Helena soll zurück zu ihrem Mann. Ich habe eine Idee, die euch helfen soll. Eros, ich habe eine Arbeit für dich. Ja, was willst du? Mach, dass Helena wieder mir Laos liegt. Wird gemacht. Wie schön, dass du bei mir bist, Helena. Ich bin auch so glücklich. Oh, Menelaus. Komm sofort zurück. Ich will nicht zu dir zurück. Du blöde Kuh. Hallo, ihr drei. Oh, wie konnte ich dich nur verlassen? Entschuldigung, dass ich so böse zu dir war. Menelaus, ich liebe dich wieder. Lass uns alle Griechen nach Hause schicken. Der Krieg soll sich beenden. Ja, wir schicken alle Soldaten jetzt nach Hause. Was ist mit dir? Aphrodite, du hast dein Versprechen gebrochen. Helena hat mich verlassen. Ich würde für dich eine neue, schöne Frau finden. Sie ist genauso schön wie Helena. Danke. Liebe Wellen, aus denen ich geboren wurde, schafft mir eine neue Frau so schön wie Helena. Das hat gut geklappt. Wer ist das? Wo bin ich und wer ist das? Oh, ist das eine neue Helena? Oh, du schöner Prinz, willst du mich heiraten? Ja, gern. Jetzt gab es keinen Grund mehr, Krieg zu führen. Ende! Gemacht. Du siehst so aus, das Schöne. Oh, was du, ich habe ein neues Haustier. Ich auch. Das Essen schmeckt aber gut, oder? Ja. Das ist ein Apfel für die Schönste. Ich bin Zeus' Tochter, ich bin viel jünger und hübscher. Bin die Göttin der Schönheit und der Liebe. Also bin ich die Schönste. Was ist denn hier los? Zeus, entscheide du, wer die Schönste ist. Nein, das kann ich nicht. Das würde ich nicht entscheiden. Ja, was streitet ihr euch denn? Man hört euch ja bis auf die Erde. Wer bist du denn? Ich bin ein Leopard. Und ich habe eine Idee. Teilt den Apfel in drei.
Weil ihr seid alle drei schön. Wirklich? Ja, ich schwöre es. Ich teile den Apfel mit dem Blitz. Nein, lass mich los. Was fällt dir ein? Lass mich sofort runter. Aua, oh, aua. Kannst du nicht aufpassen? Jetzt sind wir vom Feld gefallen. Wo ist meine Frau? Sie ist geraubt worden. Sofort Verfolgung aufnehmen. Johnny, komm her. Wir müssen den Entführer verfolgen. Helena, wo bist du? Stopp, du Dieb! Wir werden verfolgt. Das ist mein Mann, Menelaus. Gib mir meine Frau zurück. Kämpfe! Ich bin viel stärker als du. Hört auf! Ich will entscheiden, was mit mir passiert. Was willst du? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo, ihr drei. Braucht ihr Hilfe? Ich habe eine Idee. Oh! Menelaus, was bist du denn für ein schöner Mann? Ich bin ein König, du schöner Prinz. Komm in meine Arme. Ja, darf ich dich heiraten? Ja, natürlich. Wie schön, dass ich diese Männer endlich los bin. Aber was mache ich jetzt? Hallo, Helena. Oh, das ist ja ein schönes Tier. Wo kommst du denn her? Aus der Savanne und ich möchte so gerne in einem Schloss leben. Willst du dich um mich kümmern? Eine gute Idee. Ich liebe Tiere. Da kommen ja noch mehr Tiere. Wie schön.